Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit Sea of Thieves nach langer, langer Zeit und wir machen Hunter's Cry und da sieht man einen richtig, richtig hässlichen Menschen vor mir gerade. So, da hinten ist auch irgendwo. Da hinten ist Annie, der auch gerade mich stalkt und irgendwo hinten sieht man Justin rumspringen. Ja, ich glaube, ich starte einfach mal. So, Abenteuer beginnen. Great, then there's no time to lose. Head down to the docks. The pirate lord is waiting for you. Okay. Na dann los geht's. Nachricht erhalten. Wo muss man denn hin? Die Rettung ist unterwegs. Der Piratenlord hat einen Plan, um Merrick zu retten, aber er braucht eine furchtlose Crew dafür. Triff ihn an der Anlegestelle, um mitzukämpfen. Ahoi, da ist er. Kommt er her? Jo. Fuck. Okay. Tut mir leid, mein Freund, aber ich habe wenig Zeit für Gespräche. Große Taten stehen bevor. Abenteuer fortsetzen. Ich bin nicht zum Plaudern, sondern zum Helfen hier. Okay. Ah. Another pirate to answer the hunter's cry. I know you have questions, but all will become clear in time. I'm sure you've heard tales of a castaway with the power to send pirates between worlds. Such a power should not be wielded lightly. However, circumstances leave me no alternative. Now that the veil of the ancients has finally been restored, the hand of the pirate lord guides you beyond the horizon. Ui. Oh, das Tor geht da hinten auf. Ja, na dann. Warte, er redet ja noch. Er redet noch, kommt zurück. Geil, wir einfach alle hochrennen. When you're ready, set sail through the arch into the sea of the damned. Jetzt ist er fertig. Na dann. Sind alle bereit? No. Notiz vom Piratenlord. Segel setzen und Tempo machen. Ich habe den Weg zum Meer der Verdammten geöffnet. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was uns erwartet, aber passiere den Bogen und wir treffen uns auf keinem Schiff? Was heißt das? Warum ist da so ein komisches... Wir treffen uns auf einem Schiff. Aber warum ist da so ein L oder so? Hä? Nee, deinem Schiff. Ach, das ist ein D! Das sieht nicht wie ein D aus, Alter. Und Papier. Doch, das ist eine alte Schrift. Ja, merke ich. So, wie sieht's denn aus mit Fässern? Haben wir? Ja, wir haben sortiert. Da nehme ich mir mal ein bisschen was. Nee. Schneller, schnell. Wann sind wir da, Justin? Okay, das ist ein bisschen gefährlich, die Pose. Ja, Justin, nach rechts. Wir wollen nicht sterben. Wir haben nicht mal richtig begonnen. Wir sterben schon, oder was? Ein Hai gekocht. Ich tanze erstmal noch. Ich esse ein letztes auch. Mal und es geht los. Oh. Ist jetzt mein Hai weg? Wie dein Hai? Nee. Ui! Unser Schiff sieht genauso scheiße aus wie vorher. Shipwreck Bay. Ah ja. Sieht super cool aus, das Schiff. Guck mal, wie cool das ist mit den Skeletten und den Laternen jetzt. Now he is a prisoner in the sea of the damned, held atop also die Skelette auch vorne, ne? Hä? Ich hab bei mir so eine Kiste in der Luft. Nico, du musst gucken. Hey, warum seid ihr alle Skelette? Bei mir nicht, bei mir sind alle normal. Bei mir sind auch alle normal. No. Ey Nico, ha? Stell dir vor, das Meer der Verdammten wird eine zweite Map, worüber wir jedes Mal wechseln können. Jo. Das wäre geil. Bitte nicht. Dann gibt's noch mehr Inseln. Dann gibt's noch mehr Bugs, meinst du? Ja, würde es aber safe nicht kommen, weil sonst wären die normalen Maps zu leer. Wenn, dann würde sich nur was an der Main-Map ändern. Schade. Ja, aber trotzdem cool. Keine Ahnung. Ich bin dafür, ich schmeiß den ganzen See mal wieder eine Brandbombe runter. If our time runs out,
Sieht echt cool aus mit der Galleonsschiffe. We'll soon be reaching our destination. Remember, the lighthouses are the key to reaching Melik. Be bold, be swift, and don't let the dark brethren stand in your way. Die Leuchttürme sind der Schlüssel. Okay, was macht ihr? Was ist... Oh. In dem Segel drin. Die ganzen Namen. Okay, aber hier im Meer der Verdammten sieht das Schiff sogar echt geil aus. Das stimmt. Wenn die Segel noch ein bisschen kaputter wären, wäre es noch geiler. Oh. Aber du hast halt einfach scheiß Segel. Ja, du hast deine sind noch schlimmer. Fliegen wie bei Geisterschiffen wäre es noch geiler. Ja. Unser Schiff einfach gar nicht da, wir fliegen. Och, du Heilige! Oh. Wir haben Kontrolle! Die Taverne der verdammten See. Ich habe 5000 bekommen. Wir haben volle Kontrolle über unser Schiff. Unsere Map. Guck mal auf die Map. Map. Ja. Die Map richtig ausschlaggebend heute. Gute Map. Wer hat die gekauft? Oh, das sind Leute. Geisterschiffe. Ich weiß nicht, ob der auf uns schießen könnte sein. Den würde ich jetzt mal schätzen, ne? Aber ich sehe Leuchttürme auf jeden Fall. Entweder, aber was ist denn jetzt unsere Mission eigentlich? Merrick retten. Also wir müssen auf jeden Fall auf die Insel, denke ich mal. Das ist eine Spielersloop, hä? Hä? Was? Da ist eine Spielersloop hinter der Insel. Guck! Nee, die fährt vor der Insel jetzt. Hä? Ja, da Friendship, hä? Geisterschiff. Ja, das schießt auf uns. Dann wehren wir uns mal. Wie viele Schüsse halten die aus? Okay, auf ganz entspannt. 3, wie immer. Ja. Dachte mir nur, dass die schießen. Und sie Loot. Loot? Echt? Vorne links, ja. Ja. Nächstes Schiff. Ist down? Nee, hä? Das hält mehr Schüsse aus. Das hält mehr Schüsse aus. Das ist stärker, es ist zu mächtig für uns. Wow. Hey, diese Leuchttürme sind so hoch. So, hab den. Hier ist ein Spieler. Hey, der greift mich an! Kili steht in der Laterne. Bei mir. Die ist noch nicht entzündet. Nee, die ist egal, die kriegst du nicht angezündet. So. Oh, okay. Also der Spieler hier, der bei dem ich gerade bin, hier ist ein Spieler, der ist freundlich. Ja, die sind beide freundlich. Okay. Warum steht er im Weg des Drecksphantoms, Alter? Verpiss dich, niemand mag euch. So, dann gib mal das Ding her, bitte. Wie geht nach links? Nee, das ist so. Okay, der Spieler hat probiert, dort hochzukommen. Der ist direkt vom Gelände aufgeknallt. Ja, deswegen meine ich ja, der hat's versucht. Ah, ja, ich sehe es. Ja. Da ist jetzt ein Weg. Ah, da werden Wege erschaffen. Dann probieren wir das jetzt. Darauf zu gehen, würde ich sagen. Geht wer dahin jetzt? Oder, weil ich habe das Gefühl, da passiert nicht mehr. Irgendwie fällt gerade da los. Also bewegt sich noch. Okay, es bewegt sich. Schüsse? Ja, er hat's gemacht. Ja, habt ihr die Schüsse gehört? Ja. Annie müsste beim Schiff losgefahren. Sein. Ne, ich bin niemand. Ich glaube, einer war von denen losgefahren. Ich glaube, der wird jetzt gerade von den anderen beschossen. Ich kann mir auch eben blackholen lassen und hingehen. Ja, lass ihn mal blackholen. Upp! Im Schiff geht super, die sind weitergefahren. Okay, dann komm zurück. So, gibt's noch was? Warte mal. Was müssen wir hier machen? Müssen wir abschießen, das Ding. Aber können wir die überhaupt laden? Nein, warte. Der macht gerade. Der muss wieder die Fackel, Leuchtfeuer benutzen da. So. Das ist immer unser Weg. Junge, das alleine zu machen ist ja stressig ohne Ende.
Oh. Yep. Wie gut, dass wir es zu viert machen. Aber dann könnte man, glaube ich, auch direkt alle anmachen. Justin, okay. Aber wir sind, glaube ich, da, oder? Achso, hier fick ist. Fick dich ein. Fick dich. Dann kommt mal alle her. Ja, ich bin auch gleich. Wir machen gerade einen Anker. Ah, da oben ist es ja schon. Dann sind wir fertig gleich. Also, ich fand, das ging super schnell. Ja. Warte! Warte! Okay, ich glaube, das hat schon getriggert. Was denn? Hat schon getriggert, oder? Ich habe gar nichts getriggert. Warte, muss man reden? Muss man mit denen reden oder was muss man machen? Ne, dann bleib hier. Kann man sprechen. Ah, hier mit Merrick, okay, dann. Noch nicht machen. Bevor uns hier geht's das noch, wegklappt, hier geht's noch runter. Machen. Yo! Geld kommt runter! kommt runter! Yo! Es hat sich doch gelohnt! Nee, hat sich nicht. Für diese Bootkrum gehe ich doch nicht hier runter, ey. Wie hast du es gerade genannt? Brotkrum, Digga. Ach, guck mal, so. Ich bin hier oben. Hä? Wie? Warte. Hä? Wie hast du... Aus. Das ist eine unsichtbare Wand. Oder hier? LOL. Stirb. Stirb. Ja, lass starten. It's over, Warsman. Merrick is free. You have nowhere left to run. Das stimmt allerdings wirklich, wir sind auch oben. Der trinkt einfach. Ich bin jetzt auch bei denen. Hätten wir es gleich umgebracht, lieber. Well, we've accomplished all we can in this gloomy old place. Medic, my friend, I'd say you're long overdue for a trip home on the ferry of the damned. I don't think I can go home. Not anymore. You heard what she said. Them brethren lot want what's in me head. And I won't stop until I spill the beans. And it's not just me. I've got a family to think about. For their sake, I need to disappear. If that's really what you think best, then I may be able to help. But we can discuss that later. It's time to get back to where we belong. Und wir? Das war's? Ich glaube. Ah, jetzt. Ich merke, er hat es jetzt einfach nicht mitgenommen. Wir waren einfach für immer hier. Boah. Warum bin ich unten? So schön, ne? Jetzt bin ich 72. Wie? 72 Jahre? Nein. Level 72. Ach so. Lorinda, when you can, and she'll fill you in on the details. As for me, it's time I return to my tavern to see how our new guest is settling. Ah, farewell. Er ist jetzt unten bei den Pirate Legends. Diese eine Kanone, die oben ist, ne? Wo ich diese eine Kanone. Die triggert. Ja, das triggert schon dezent. Und die. Ja, was macht ihr schon wieder? Ich guck mir meinen schönen Skin an, mein schönes Schiff. Habe ich das Fass auch? Warte. Ja, hier Fass hab ich auch drin. Ja, überhaupt nicht auffällig. Ja, wer ist denn der Richtige? Ja, wir alle. Eine gute Frage. Gibt keinen. Ja gut, Justin ist nicht der Richtige auf jeden Fall.
Oh, die Musik ist geil. Ja, die Musik ist wirklich geil. Oha, die Musik. Okay, das ist schon sehr geil jetzt. Die Szene. Die hat man häufig in der Kampagne gehört. Ja, hat man aber, wirklich. Aber trotzdem ist sie immer geil. Kampagne habe ich nicht gespielt. Ja, dann noch. Kommt ins Land der Lebenden. Wir haben immer noch die Allianzflagge oben. Die haben wir nicht angenommen, schade. Naja, es wird doch unwahrscheinlich sein, dass wir bei denen auf demselben Server danach landen. Also ich gehe mal davon aus, dass es auf dem gleichen Server ist. Ja, die weil... ist auch wieder. Oh! Da müssen wir müssen zur Taverne. Ja, Kapitel 1 abgeschlossen. Dann ab zu Kapitel 2, würde ich sagen. Es gibt mehrere. Ja. Ich dachte aber auch schon, das war's jetzt. Ja, dachte ich auch kurz. Hinter uns ist Ancient Spire. Also wir müssen den räudigen Landratten. Jetzt seht zu, dass ihr diese scheiß Segel runterzieht. Ja, jetzt noch nicht. Ja, noch nicht. Wir müssen erst 180 Grad drehen. Junge! Bei eurer Macht!